Das Wichtigste im Leben werden immer die Leute sein, die jetzt hier sind. In diesem Moment. Das zählt. Nach den Ereignissen im sechsten Teil sind Ian Shaw auf Rache für seinen Bruder Owen. Schnell sieht sich die Familie um Dom Toretto, Mia und Brian einer größeren Gefahr gegenüber als jemals zuvor. Und auch die ersten Toten gibt es bald zu beklagen. All the events of the previous movies. Alle Handlungsstränge der vergangenen Filme werden hier schlussendlich zusammengeführt. Das weltweit erfolgreiche Action-Franchise geht in die siebte Runde. Mit dabei sind wieder alle Mitglieder der Stammbesetzung. Auch Paul Walker ist in seinem letzten Auftritt auf der großen Leinwand zu sehen. Machen wir uns an die Arbeit. Hey Roman, hast du Schiss? Nein. Doch, hast du. Kann mir mal jemand erklären, was wir hier überhaupt machen? Immer wenn man denkt, es kann nicht besser werden. Und los geht's. Ja, Mann. Oh, shit. Hack sie ein. Ryan, jetzt du. Ich hol dich da raus. Du musst springen. Ich mag die Figur, der leichte Ansätze eines Superhelden hat, ohne aber einer zu sein. Es ist einfach seine Art von etwas überhöhter Realität. Dominic Toretto, Sie kennen mich nicht. Aber das werden Sie bald. You have this guy that wants revenge. Da gibt es diesen Typen, der Rache will dafür, was Brian, Dom und die anderen im Team seinem Bruder angetan haben. So nimmt sich Shaw, der von Jason Statham gespielt wird, alle vor, einen nach dem anderen. Als neuer Bösewicht tritt dabei niemand Geringeres als Jason Statham auf den Plan. Und auch Kurt Russell gibt seinen Einstand. Auf dem Regiestuhl nimmt derweil zum ersten Mal James Wan Platz, den Regisseur und Mastermind hinter dem Erfolg der Saw-Reihe. Doch bei allen großen Namen, die eigentlichen Stars, bleiben die gigantischen Actionsequenzen. What's up now? What's up now? What's up now? Hold it down like, what's up now?